FF24.news. Frankfurt aktuell. Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Stadtverordnete, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste und Medienvertreterinnen, Medienvertreter, herzlich willkommen zu dieser letzten Stadtverordnetenversammlung für dieses Jahr. Ich würde gerne zu Beginn ein paar Informationen zur aktuellen Lage geben und dann auch ein bisschen was dazu sagen, dass wir uns ja auch in besonderen Zeit am Jahresende hier befinden. Zur aktuellen Situation ist zu sagen, ich gehe davon aus, dass viele von Ihnen die Medienberichterstattung hier aus der Region auch intensiv verfolgen, dass die Covid-Lage im höchsten Maße angespannt ist. Wir haben die 200er-Inzidenz seit einiger Zeit kontinuierlich überschritten und auch täglich neue Fallzahlen, neues Fallgeschehen, neue Infektionen, die wir vermelden und die unser Gesundheitsamt natürlich unter besondere Belastung stellen. Darüber hinaus wissen wir alle, dass diese Zusammenkunft hier die einzige dieser Art ist, die überhaupt noch in so einer Form stattfinden kann, gedeckt durch die Notverordnung des Landes und die Sonderregelungen für die kommunalen Gebietskörperschaften und die kommunalen Arbeitsstrukturen. Es wird aber die letzte Versammlung dieser Art für dieses Jahr und sicherlich auch für die nächsten Wochen sein, so hoffen wir zumindest, wenn nicht etwas sehr, sehr Ungewöhnliches passiert. Wir haben eine Allgemeinverfügung erlassen. In dieser Allgemeinverfügung haben wir kurz vorm Überschreiten der 200er-Inzidenz weitere Maßnahmen ergriffen, um hier zu reagieren auf das sehr diffuse und auch große Infektionsgeschehen. Diese Allgemeinverfügung ist mittlerweile durch eine neue Eindämmungsverordnung des Landes nicht ersetzt, aber ergänzt worden. Die meisten Regelungen, die wir in der Allgemeinverfügung vorgesehen haben, sind damit auch mit dieser Eindämmungsverordnung mittlerweile hier implementiert. Insofern wird die Allgemeinverfügung am 21. nächste Woche auslaufen. Es wird sich aber de facto nichts groß verändern, weil die Eindämmungsverordnung des Landes ja weiter gilt und die Dinge auch dann weiterhin regelt. Unsere Maßnahme war eine, die sich bemüht hat, quasi ein Stückchen, wenn man das überhaupt noch sagen kann, in der aktuellen Lage vor die Welle zu kommen und so frühzeitig wie möglich mit dem Regelwerk, was uns gegeben ist und den rechtlichen Instrumentarien hier zu handeln und nochmal besondere Maßnahmen zu ergreifen. Wir haben am Klinikum Frankfurt-Oder, das haben Sie sicherlich auch in Medienberichterstattung nehmen können, eine sehr schwierige Lage. Abteilungen dort mussten geschlossen werden, um weitere Personal- und Bettenkapazitäten zu erschließen für die Behandlung von Covid-19-Erkrankten. Wir haben mittlerweile in anderen Teilen des Landes, insbesondere in den südlichen Bereichen des Landes, eine hochdramatische Lage. Cottbus hat heute den Katastrophenfall ausgerufen, der insbesondere auch damit begründet ist, dass die medizinische Versorgung nicht mehr in adäquater Art und Weise gewährleistet werden kann. Bilder, wie wir sie im Frühjahr aus anderen Staaten, aus anderen Ländern kennen, dass Krankenhäuser an ihre Grenzen kommen und möglicherweise auch davor und daneben weitere Kapazitäten über Zelt und andere Anbauten realisiert werden müssen, die sind jetzt auch in Brandenburg angekommen. Wir haben insgesamt in Brandenburg, ich weiß nicht, wo wir jetzt aktuell liegen, gestern waren wir auf Platz 3 der höchsten Infektionszahlen bundesweit. Die Lage ist also, ich kann das nur wiederholen, im höchsten Maße schwierig und insofern ist es nachvollziehbar, dass wir jetzt in einer Lockdown-Situation sind, um den Versuch zu unternehmen, damit hier das Fallgeschehen wieder in einem Maße zu dämpfen, dass es überhaupt beherrschbar ist und die medizinische Versorgung sichergestellt werden kann. Ich will auf eine Besonderheit noch hinweisen, nämlich die Regelungen mit unserem polnischen Nachbarn. Es ist ja so, dass im Gegensatz zum Frühjahr wir die bessere Situation haben, dass die Grenze nicht komplett jetzt zugemacht wurde, sondern die Möglichkeit weiterhin besteht, Verwandte zu besuchen. Die Möglichkeit besteht auch, wenn man Schülerin, Schüler, Student ist oder Studentin, wenn denn da Unterricht stattfinden würde, die Grenze zu überqueren. Und auch Berufspendler können weiterhin die Grenze überqueren. Was nicht möglich ist, ist der sogenannte kleine Grenzverkehr, also einkaufen oder zum Friseur gehen, Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Das ist nicht möglich. Und das hat seinen Grund auch darin, dass es natürlich nicht nachvollziehbar wäre, dass man hier auf deutscher Seite die Friseurinnen und Friseure schließt und man dann ein paar Meter weiter über die Grenze geht und dort die Dienstleistungen in Anspruch nehmen kann. Das wäre auch nicht fair und gerecht gegenüber den Menschen, die hier in Frankfurt-Oder arbeiten wollen, aber nicht arbeiten können.
Diese Sonderregelungen haben aber auch ihre Schwäche, weil Brandenburg hat das vernünftig geregelt, aber Berlin hat das nicht geregelt, sodass wir jetzt in einer Lage uns befinden, wo da gewisse Unklarheiten existieren. Hier sei nochmal klar gesagt, dass es niemandem zu empfehlen ist, jetzt sich da irgendwie Lücken zu suchen in den Verordnungen, aber wir gehen davon aus, dass Berlin da in Kürze auch nochmal nachjustieren wird, sodass dieses Problem auch formal behoben sein dürfte. So erwarten wir es zumindest und haben auch entsprechende Forderungen adressiert. Das nochmal kurz zusammengefasst zu der aktuellen Lage. Man kann wohl in der Rückschau sagen, dass, wenn wir so ans Frühjahr zurückdenken, wir jetzt eine ganz andere Situation haben, eine ungleich schwierigere. Und wenn ich so zurückdenke an die letzten Wochen, wo wir auch im Krisenstab diskutiert haben, was machen wir, wenn wir die 35er-Inzidenz überschreiten und um Himmels Willen, was passiert, wenn wir die 50er-Inzidenz überschreiten und wo wir jetzt gerade sind, das zeigt schon wirklich, wie schwierig auch die Lage sich hier entwickelt hat. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir befinden uns heute am 17. Dezember, also so gut wie am Jahresende. Und wenn ich so zurückschaue auf dieses Jahr, dann fällt mir ein nahezu historischer Vergleich ein. Ich glaube, das letzte Mal, dass ein Jahr begonnen hat, ohne dass man ahnte, wie es enden wird und welche weltweiten Auswirkungen das hat, war wohl das Jahr 1989. Und in diesen Dimensionen befinden wir uns hier aktuell auch zeithistorisch gesehen. Und ich glaube, in der Rückschau auf dieses Jahr wird das auch mindestens genau so betrachtet werden. Und wir befinden uns hier gerade mitten in einem Lockdown und das war ohne Zweifel ein ganz besonderes Jahr für uns alle, für Sie als Stadtverordnetenversammlung, für uns als Verwaltung, aber vor allen Dingen auch für all die Menschen in unserer Stadt, in unserem Land, in der Bundesrepublik Deutschland. Und mir ist es heute nochmal wichtig und ich denke, ich tue das im Namen aller, die hier sitzen, aber auch von all Ihnen, Dank zu sagen für das, was die Menschen in dieser schwierigen Zeit geleistet haben. Ich glaube, es ist ein wirklich großer gesellschaftlicher Kraftakt, der hier vollbracht wurde von sehr vielen, der sehr vielen Menschen auch sehr viel abverlangt hat. Und ich denke, wir sollten heute auch noch mal kurz gemeinsam an all diejenigen auch ein paar Gedanken richten, die über die letzten Wochen und Monate Besonderes zu leisten hatten und da ist eigentlich so gut wie niemand auszunehmen. Aber ich will schon noch mal nennen den Gesundheits- und Pflegebereich, die quasi durchgeackert und durchgearbeitet haben und jetzt sich in einer Situation befinden, die ja, schwer mit Worten zu beschreiben ist, wenn man da mit den Leuten spricht am Klinikum, mit Bekannten, die sie sicherlich auch haben im medizinischen Bereich, was da los ist, das ist schon wirklich erschütternd. Aber auch die Kita-Erzieherinnen und Kita-Erzieher, die von Anfang bis Ende durchgearbeitet haben, wo es keine Diskussion gab dazu, Mensch, in der Notbetreuung und so, wir wollen jetzt die Kinder nicht betreuen, sondern die ihren Dienst die ganze Zeit gemacht haben, ihren Mann und ihre Frau gestanden haben, wenn ich das so sagen darf, und das immer auch zum Wohle der Kinder, das nötigt mir unglaublichen Respekt ab. An den Schulen, die Lehrerinnen und Lehrer, die sich auch neuen Herausforderungen stellen mussten, den ganzen Umstellungen auf digitales Lernen, die Wechselmodelle, die Hybridmodelle und das bei oft, das müssen wir ja so sagen, unzureichenden Bedingungen. Im Hort all diejenigen, die da gearbeitet haben und nach wie vor arbeiten. Ich denke aber auch an die Kassierinnen, Kassierer, die Menschen, die in den Kaufhallen, Supermärkten die ganze Zeit auch gearbeitet haben, egal wie hoch das Infektionsgeschehen war und auch ihre Sorge hatten, was ihren Gesundheitszustand anging, die mit allerlei Rücksichtslosigkeit auch zu tun hatten bei den Kundinnen und Kunden und trotzdem weitergemacht haben, dafür gesorgt haben, dass die Versorgung aufrechterhalten wird. Der Gastronomiebereich, der Handelsbereich, der immer wieder auch in Lagen der Verunsicherung gekommen ist, jetzt gerade auch wieder stellen sich ja viele existenzielle Fragen und wir können nur hoffen, doch hier unsere Erwartung äußern, dass die Hilfen schnellstmöglich ankommen müssen, denn wir brauchen natürlich auch diese wirtschaftlichen Strukturen, wir brauchen unsere Händler und Händler und unsere Gastronomen. Die Unternehmen, die sich einstellen mussten auf die Krisensituation und als Arbeitgeber natürlich auch besondere Vorsorge treffen mussten, im ÖPNV. Ja, und auch die Taxen, über die sehr wenig gesprochen wird, die auch die ganze Zeit durchgearbeitet haben und dafür gesorgt haben, dass auch hier alles aufrechterhalten wird, was notwendig ist, um Menschen von A nach B zu bekommen, die arbeiten müssen oder die eben tägliche Besorgung, Erledigung machen müssen. Und ich denke,
an all die Behörden mit ihren Arbeitsstrukturen, die sich einstellen mussten, auch als Dienstleister, und vor allen Dingen an die Familien und Kinder. Viele von Ihnen, von uns betrifft das ja ganz genauso, mit all den Veränderungen, den Herausforderungen im privaten Bereich, im familiären Umfeld und insbesondere für die Kinder in diesem Land war das ein besonders schwieriges Jahr mit großen Einschränkungen. Wir haben den Kindern viel abverlangt und wir können, glaube ich, alle gemeinsam sehr stolz darauf sein, wie Sie diese Lage gemeistert haben. Ich möchte die Gelegenheit aber auch nutzen, und Sie als Stadtforumversammlung sind ja auch nicht nur Kontrollorgan, sondern Sie sind ja Teil auch der kommunalen Verwaltungsstrukturen, mich bei unserer Verwaltung, bei den Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich zu bedanken. Ich persönlich bei jedem einzelnen Beschäftigten von uns, aber auch bei meiner Verwaltungsspitze, ohne die ich auch diese Zeit so nicht stemmen können und die mir jeden Tag, jede Stunde zur Seite standen und mit möglich gemacht haben, dass wir in dieser Krisenlage doch so gut es ging versucht haben, hier die Geschicke in der Hand zu behalten und diese Stadt in ruhigen Fahrwassern zu halten und gut durch diese Krise zu führen. Ihr Lieben, herzlichen Dank für das, was wir in diesem Jahr gemeinsam zu stemmen hatten. Der Haushaltsbeschluss, den Sie heute hoffentlich fassen werden, und Frau Schubert wird gleich noch mal etwas sagen zu den Eckpfeilern, es wird auch noch mal ein bisschen Diskussion zu den Änderungsanträgen geben, das ist auch gut und richtig so, ist aus meiner Sicht, und so sollten wir das vielleicht auch in diesem Geiste betrachten, auch ein Haushalt, der uns Stabilität und Sicherheit gibt und wichtige Grundlagen für unsere Handlungsfähigkeit im nächsten Jahr. Wie viele Städte haben uns beneidet zu Beginn der Krise, dass wir einen beschlossenen und genehmigten Doppelhaushalt hatten und tatsächlich handlungsfähig waren. Und was man nicht vergessen darf, ist auch, dass dieser Haushalt auch ja ein Stück wirtschaftliches Wiederaufbauprogramm ist. Denn bei all den Investitionsprogrammen, die von Bund und Land beschlossen werden und initiiert werden, die richtig und gut sind, ist es doch am Ende so, dass die Kommunen in der Regel dieses Geld auf die Straße bringen, in Aufträge gießen, in Baugeschehen gießen und dafür sorgen, dass es dann bei den Menschen ankommt, aber eben auch bei den Unternehmen, bei der Wirtschaft ankommt. Und insofern ist dieser Haushalt auch für alles, was mit Covid-19 erzeugt wurde an wirtschaftlichen Schwierigkeiten, ein wichtiger Schritt, um dem auch mit entgegenzuwirken. Wir haben fürs nächste Jahr eine ganze Menge Dinge auf dem Zettel und ich weiß, dass wir sie manchmal mindestens an den Rand der Überforderung gebracht haben mit der Vorlagenflut, mit all den Themen, die wir gemeinsam mit Ihnen abarbeiten wollten. Es wird auch im nächsten Jahr wieder eine ganze Reihe von Themen und Diskussionen geben, aber uns eint, glaube ich, doch der Geist, dass wir hier versuchen wollen, unsere Stadt gemeinsam voranzubringen und dafür doch alle auch ranklotzen wollen. Wir als Verwaltung werden auch in den nächsten Tagen weiter ranklotzen, trotz Stundenabbau, trotz Urlaub, trotz auch der pandemischen Situation und den Einschränkungen, die es auch bei uns als Behörde gibt. Und wir sind ja auch Arbeitgeber, Sie übrigens auch gegenüber den Beschäftigten. Wir müssen also auch die Arbeitsschutzmaßnahmen gewährleisten und die Richtlinien von Land und Bund hier umsetzen. Wir werden trotzdem den Notdienst aufrechterhalten. Wir werden dafür sorgen, dass die kritischen Bereiche der Verwaltung in der Lage sind, die wesentlichen Prozesse abzuarbeiten, in der Hand zu behalten. Wir werden auch als Krisenstab weiter tätig sein, auch über die Feiertage hinweg. Das Gesundheitsamt wird durcharbeiten müssen und da fragt auch niemand danach, da beschwert sich auch niemand. Die machen einfach, weil sie wissen, dass es jetzt wichtig ist und weil sie hier für die Menschen in dieser Stadt da sein wollen. Das gilt für ganz viele andere Kolleginnen und Kollegen unserer Verwaltung auch, sodass wir im Notbetrieb auch weiterhin die wichtigsten, nicht alle Dienstleistungen, aber die wichtigsten Dienstleistungen erbringen werden. Deswegen lassen Sie mich schließen, meine sehr geehrten Damen und Herren, damit, dass dieses Jahr für uns alle besondere Herausforderungen bereithielt. Aber es vielleicht auch ein guter Moment ist, um sich gegenseitig auch mal zu sagen, dass wir das insgesamt doch recht gut gemeistert haben, dass wir stolz auf das sein können, was in dieser Stadt geleistet wurde, was von den Menschen geleistet wurde in Frankfurt-Oder, aber auch was von der Verwaltung und von Ihnen in diesem Jahr geleistet und vorangebracht wurde. Dafür meinen herzlichen Dank und lassen Sie uns da auch ein Stückchen mit Stolz und Wohlwollen auf das zurückblicken, was gelungen ist bei allen Schwierigkeiten in diesem Jahr. Wir hoffen, denke ich, alle, dass das nächste Jahr besser wird und haben Grund für Optimismus. Alles Gute.
FL24.News, Frankfurt aktuell.